Skisport ist ein Einzelsport. Und wenn man Rennen gewinnt, verdient man schon Geld. Aber es wäre nicht möglich, so eine Karriere aufzubauen, wie ich das gemacht habe. Also mit Privatteam und selbstständigen Trainer. Und alles, was ich eigentlich gemacht habe, um meinen Weg zu gehen, das wäre nicht möglich ohne Sponsoren. Ich glaube, als Mensch ist man gemacht, um zu bewegen. Und es ist die Natur auch, bewegt immer. Es sind nur wir Menschen, die ab und zu das nicht verstehen. Und wir stehen einfach irgendwo, ja, wir wollen nicht bewegen. Und wir verstehen nicht, dass es normal ist, sich weiterzuentwickeln, weiter zu bewegen. Ja, eigentlich zum Skifahren sind wir schon noch viel unterwegs, weil erstens müssen wir gehen, wo es Schnee gibt. Und zweitens, auch nur im Weltcup jedes Wochenende sind wir irgendwo anders. Das ist der Unterschied zwischen Autofahren und Skifahren. Beim Skifahren kannst du nie zu schnell sein. Beim Autofahren kannst du schnell zu schnell sein. Ich kann es mir auch vorstellen, du bist 5 Stunden am Fahren. Und ja, passiert schnell etwas, du schaust schnell auf eine andere Seite und dann ist gerade ein Unfall gebaut. Und die Sicherheit jetzt durch Technologie, was das ganze System anbelangt, das finde ich wichtig. Und ich bin auch gespannt, was die Zukunft noch für Fahrzeuge kommt. Es ist so ruhig und leise und es geht trotzdem ohne Lärm. Es ist ein Hybrid, du kannst bis 40 km einfach voll elektrisch fahren, umweltfreundlich. Das ist schon was Spezielles.